Dieses Messer hier, dieses PMP Revenge Judge Version, das ist eigentlich ein 42A-konformes Messer. Ja? Aber ich mit meinen österreichischen Wurstelfingern kann es trotz alledem mit einer Hand öffnen. Ist es jetzt der Einhandöffner oder ist es 42A-konform oder was weiß der Teufel was? Und wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Eine gute Frage, ne? Dieses Messer hat mir der Tactical Dad aus Deutschland geschickt. Dankeschön fürs Leihen. Und hat mir einen Zettel geschrieben. Nur ganz kurz, ganz kurz. Da hat mir der Tactical Dad alle technischen Daten aufgeschrieben. Also das ist voll nett. Dankeschön. Aber da steht etwas ganz Wichtiges. Und zwar, ich zitiere. Die Charge-Version ist durch die Zweihandöffnung als 42A-konformes Messer für den deutschen Markt konzipiert. Yay! Aber warte mal. Und da gibt es immer wieder Diskussionen auf YouTube und ich kriege auch immer wieder Kommentare. Und vielleicht magst du uns auch eine Stellungnahme geben, lieber Tactical Dad, da unten als Kommentar. Ich pinne das dann an, damit das alle lesen können, weil du scheinst Experte zu sein, aufgrund deiner beruflichen Laufbahn. Schau her. Es ist auch bei diesem Messer nirgendwo irgendein Pin, gar nichts. Ja? Auch kein so ein Loch, dass man es mit einer Hand aufmachen könnte. Also es ist ein ganz normaler Zweihandöffner, der mit einem Frame-Lock funktioniert. Das Messer ist übrigens sehr, sehr hochwertig, Böhler Stahl und wow, also wenn du das angreifst, muss ich echt sagen, das ist top verarbeitet. Ja, gut, aber das ist eine andere Geschichte, soll. Ja, das ist eine andere Geschichte, so. Und ich mit meinen österreichischen Wurstelfingern, ich kann Folgendes tun. So, jetzt ist die Frage. Da ist fixiert über diesen Frame-Lock, schau dir das an. Wie gesagt, alles butterweich, geht wirklich schön auf. Also das Messer, ich gebe da auch unten den Link, wo man das kaufen kann, ist nicht ganz billig und das, da erwartet man das auch. Ja. Also es ist wirklich Butter, das geht butterweich. So, aber die Frage ist jetzt die, ich meine, es schaut auch noch martialisch aus und sowas. Wobei ich ja gelernt habe, dass die Messerstecher, die das so richtig professionell sozusagen machen, irgendwelche Küchenmesser herumlaufen. Also die kaufen sich nicht um das Geld so ein Stechermesser, sondern die haben einfach ein Küchenmesser und haben sich eine Scheide selber gebaut aus Plastik oder aus Karton und dann sagen sie, ja, das ist... Aber anderes Thema. Ist das jetzt noch 42A-konform oder nicht? Und das ist jetzt die große Frage. Schreib du mir unten einen Kommentar, was da deine Meinung ist. Und schreib dazu, Meinung, Doppelpunkt, nein, oder Wissen, Doppelpunkt. Dann schreibst du deine Meinung und dann machst du eine Klammer, weil ich bin Jurist oder Juristin, ich bin Polizeibeamter oder Polizeibeamtin oder ich bin einfach ich und daher weiß ich das. Ja? Das wäre einfach cool, dass wir nicht nur einfach was hinschreiben, sondern dass wir sagen, warum und woher wir das wissen. Und wenn wir eine Quelle haben, dass wir die anführen, das wäre so richtig voll leibend. Aber ist es jetzt 42A-konform oder nicht? Und das ist jetzt die ganz große Frage. Noch einmal, es hat keinen Pin, gar nichts. Ja? Es ist als Zweihandöffner konzipiert. Aber ich kann es aufmachen. Und das würde mich jetzt interessieren, was da deine Meinung dazu ist. Und noch ganz kurz zum Messer, also eines noch. Ja? Der Tactical Dad hat, der mag dieses Messer und hat schon Sehnsucht danach, was ich gut verstehen kann. Es ist wirklich top verarbeitet. Und wenn du ein Messer suchst, das nicht einfach nur so ist und das Design und der Stil gefällt, dann wirst du mit diesem Messer auf jeden Fall deine Freude haben, weil es ein Handschmeichler ist und einfach 42A-konform. Behaupte ich jetzt mal. Daumen nach oben oder nach unten, einen Kommentar schreiben, ein Abo und Kommentar und bis bald. Ciao.